Es sind die Ärmsten der Armen, um die sich Prinzessin Odette im Kongo kümmert. Als engagierte Society Lady und Konsulin ihres Heimatlandes in Deutschland will sie uns zeigen, wie man den Bürgerkriegsopfern von Kamituga helfen kann. Fast 80% der Frauen wurden hier in den Kriegsjahren Opfer von Vergewaltigung und die Armut scheint unüberwindlich. Doch so langsam kehrt die Hoffnung in diesen Teil der Welt zurück. Wir werden Zeuge, wie die Menschen vor Ort ihre Prinzessin als Retterin feiern. Fast 2000 Menschen haben am Ortseingang von Kamituga stundenlang auf ihre Prinzessin gewartet und sie bereiten ihr einen emotionalen Empfang. Ja, ich fühle mich sehr glücklich, weil ich habe vorher die ganzen Kinder nicht gesehen. Und die Kinder, welche ich unterstütze, die sind heute hier, da und es ist ein sehr gutes Gefühl. Für die Menschen in der Flüchtlings- und Goldgräberstadt ist Odette ihre Prinzessin, aber auch eine Repräsentantin aus Deutschland. Die 33-Jährige lebt nämlich in Frankfurt, ist Konsulin der Demokratischen Republik Kongo und sammelt Spenden für ihre Heimat. Auf Schildern lassen die Schulkinder deshalb Deutschland in französischer Sprache hochleben. Die Kinder kommen von der Schule. Ich unterstütze die Schule, ich bezahle die Schule. Der Rest geht im Triumphmarsch unter. Die Frau, die im fernen Kamituga so gefeiert wird, residiert normalerweise in einer schicken Frankfurter Büroetage. Die 33-jährige Prinzessin ist Honorarkonsulin ihrer Heimat. In ihrer Villa am noblen Stadtrand der Wirtschaftsmetropole ist Afrika in allen Ecken präsent. Ja, ich vermisse Afrika, aber ich fliege nach Afrika jeden 2 Monate. So jede Zeit, wenn ich vermisse Afrika und dann fahre ich nach dem Flughafen und dann fliege ich nach Afrika. So, yeah. Ich bin in Deutschland, ich lebe jetzt in Frankfurt, aber mein Herz ist jeden Tag in Afrika. Weil ich telefoniere mit Afrika jede Stunde. So ich vermisse nicht so viel Afrika. Doch Afrika ist voller Gegensätze und darauf kriegen wir hier schon einen Vorgeschmack. Die Konsulin, die sich so stark für arme Menschen einsetzt, besitzt nämlich eine luxuriöse Villa, inklusive einer opulenten afrikanischen Kunstsammlung, die ihren vielen Gästen sofort einen Eindruck von der Lebensart des schwarzen Kontinents gibt. Besonders stolz ist sie auf ihre von außen etwas unscheinbare Schmuckschatulle. Innen drin ist alles echt, aber alles sozusagen berufsbezogen. Als Prinzessin von Maniema erwartet man von ihr in Afrika nämlich, dass sie echtes Gold trägt. Ja, sind alles Gold. Ich komme aus Kongo. In meinem Land gibt es viel Gold. Das ist normal, das sind. Ist das alles echtes Gold? Ja, das ist alles echtes Gold, ja. Wow. Aber ich weiß nicht, was ich muss heute Abend tragen. Vielleicht die hier? Ich weiß nicht. So repräsentiert Prinzessin Odette ihr Land auf Wohltätigkeitsveranstaltungen wie der Gala zur Gorilla-Schutzkonferenz, hier mit dem engagierten Schauspieler Hannes Jennecke. Oder sie sammelt Spenden bei einem Poloturnier. Gerade bei den Wirtschaftslenkern der Bankenmetropole Frankfurt kann sie mit ihrem königlichen Auftreten viel bewirken. Das in Deutschland eingesammelte Geld geht aber nicht nur nach Afrika, sondern auch in ein Problemviertel ihrer Wahlheimat. Am Frankfurter Berg unterstützt sie die multikulturelle Hausaufgabenhilfe des deutsch-afrikanischen Jugendwerks. Ich wollte so Kinder helfen, nicht nur afrikanische Kinder, aber Kinder aus verschiedenen Nationalitäten. Sie kennen sie, sie kamen aus Afrika. Woher kamen sie? Afghanistan. Er kam aus Deutschland und wir haben Kinder von allen Nationalitäten. Ich helfe nicht nur afrikanische Kinder, aber Kinder von mir sind Kinder. So, alle Kinder sind hier willkommen. Seit einiger Zeit lässt die Sicherheitslage wieder zu, dass die Prinzessin auch im Kongo konkrete Projekte unterstützt und dafür die Spendenwerbetrommel rührt. Ich fühle mich sehr, sehr happy, weil es mein Land ist. Ich bin zu Hause. Ich fühle mich sehr, sehr gut, relaxed und glücklich. Und so fährt die Society Lady mit uns durch eine Gegend im Ostkongo, über die wir in unseren Nachrichten schon viel gehört haben. Vor 2 Jahren tobte hier der Bürgerkrieg. Auch heute ist die Gegend unsicher. Wir brauchen auf der Fahrt Fäuste, sind immer zu unserem und dem Schutz der Prinzessin dabei. Auch als wir ein Denkmal besichtigen, in dem das Bildnis eines Verwandten der Prinzessin zu sehen ist, hier merken wir sofort, dass immer noch viel Militär gebraucht wird. Die Rebellengefahr ist ein Grund, warum der Ostkongo wirtschaftlich nur schwer auf die Beine kommt. Dennoch, so sagt man uns, vor 2 Jahren war hier die Gefahr noch viel größer. Die Hoffnung kommt in sehr kleinen Schritten zurück in diese trostlose Gegend.
Wie die Frankfurter Konsulin und Prinzessin in ihrer Heimatstadt empfangen wird, mit welchen konkreten Projekten sie hilft, aber auch wie sehr die Bürgerkriegsopfer im Kongo leiden mussten, das zeigen wir Ihnen morgen.